Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Bist du eigene Wege gegangen? Jesaja 55,7. Ja gut, dann machen wir das so, hörte ich mich sagen. Hier ging es nicht um eine einfache Verabredung mit Freunden, sondern um eine Entscheidung, die einen großen Einfluss auf mein Leben haben würde. Im ersten Moment klang es auch einfach richtig gut. Doch sobald ich den Hörer aufgelegt hatte, wurde mir das Allerwichtigste erst bewusst. Die Frage, hast du Gott denn erst um Rat gefragt? Ist das, was so richtig und gut aussieht, auch das, was er für dich vorsieht? Gott will dein Bestes, das steht fest. Und deshalb musst du das auch wirklich glauben. Ich möchte das wirklich betonen, weil es so, so wichtig ist. Gott will dein Bestes. Die einfache Erklärung dafür lautet, weil er dich liebt. Würde dieser dich liebende Gott also sichtbar an deiner Seite sein, dann würdest du bei egal welcher Frage, die im Leben aufkommt, sicher immer wieder kurz zur Seite blicken und ihn fragen, und was meinst du? Soll ich? Gott ist an deiner Seite. Er ist es jetzt, selbst wenn du ihn nicht als sichtbare Gestalt wahrnehmen kannst. Doch du kannst dir bewusst machen, wie nah er dir ist, indem du dich immer wieder daran erinnerst. Gehe heute ganz bewusst mit genau diesem Wissen, dass er an deiner Seite ist, durch den Tag. Beziehe ihn in alles mit ein und frage ihn bei jeder Gelegenheit, was möchtest du, dass ich tue? Wie möchtest du, dass ich auf diese Situation reagiere? Denn das, was für dich gut und richtig aussieht, ist nicht unbedingt das, was er für dich vorsieht. Ja, während du siehst, was gut für dich wäre, sieht Gott, was noch besser ist. Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Jesaja 55,7. Danke für dich. Von der Hoffnung zum Wunder. Auf gottkennen.de findest du Antworten auf verschiedene Fragen, Menschen, die von ihren persönlichen Stories mit Gott erzählen und sogar die Möglichkeit, an Online-Kursen teilzunehmen.